Sebi! Jawohl! Genau wie geplant. 3:1. Wir sollten anfangen. Ich glaube, es ist 18:30. 18 ist schon. Ja, oh, locker. Premiere. Wunderbar. Vollgas. Der Kameramann hat noch, er macht es ganz gut, ja? Ja, ein bisschen. Muss man sagen. Mit dem Laufen probieren, aber das macht er ganz gut. Herzlich willkommen zur Premiere, herzlich willkommen zur ersten Sportarena am Montag live aus dem Ready to Music Studio hier in Koblach. Martin, schön, dass wir da sein dürfen. Ja, mir musst du das nicht sagen, eigentlich am Heimo, aber der sitzt aber immer noch da. Ja. Seit 2 Wochen. Ich bin eh schon weg. Alles. Heimo, danke. Ja, der Radio darf er da lassen, ganz das genau. Alte Gerät. So ja, es wird ein bisschen eine andere Sendung, also nichts Steifes, hoffe ich. Nein, du. Auf gar keinen Fall. Nein, ja. Ich sowieso nicht. Wir laden immer Gäste ein. Vor allem, was wir machen, das wird so sein, dass wir die Gäste für die nächste Sendung in der Sendung jetzt aktuell nominieren. Sehr schön, ganz genau. Und dann wissen die Gäste, sie müssen sich Zeit nehmen für den nächsten Montag ab 18.30 Uhr hier bei uns im Studio. Fix nominiert wäre die Vreni Eichster gewesen, aber die hatte was Besseres vor. Die muss nach Zürich. Nach Zürich. Ja, ja. Ach, nicht schlecht. Fasnacht geht in Zürich eine Woche länger. Aber sie wird nachnominiert. Sie ist die Einzige, die nachnominiert wird. Alle anderen nur absagen, schade. Pech gehabt. Wir freuen uns heute auf super Gäste. Das Wochenende? War einiges los. Okay. Und ich glaube, Martin, du warst am Wochenende noch fleißig, hast ganz kurz was zusammengestellt. Eigentlich war ich auf der Couch, aber heute noch was zusammengestellt. Das schauen wir uns am besten an und dann reden wir ein bisschen drüber. Ein kurzer Blick zurück und ein paar Punkte, die wir reden könnten. Snowboard. Für die Olympiateilnehmer Markus Scheirer und Alessandra Hämmerle war der Doppelweltcup in Feldberg, Deutschland nicht optimal. Scheirer wurde einmal Siebter und Hämmerle, der im Gesamtweltcup derzeit Dritter ist, wurde Zehnter. Herausragend am Samstag der Erfolg des Wahlblutensers Julian Löffner. Im Skiweltcup kämpft Christine Scheier im Super-G und Abfahrt nach wie vor um den Anschluss an die Weltspitze. Nun heißt es für sie in der Olympiapause über FIS-Rennen die Form möglicherweise zurückzuholen. Im Fußball freut man sich in Altach auf das Heimspiel am Wochenende gegen Red Bull Salzburg. Dies lässt das 0:0 beim WRC schnell vergessen. Immerhin einen Punkt hat man mitgenommen. Eishockey, da verloren die Bulldogs in der Quali-Runde der EBL in Villach. Nächster Gegner des Tabellenführers ist Fehervar aus Ungarn. In der Alps Hockey League geht es für den EC Bregenzer Wald und den ERC Lustenau im Kampf um ein Playoff-Ticket munter weiter. Während die VU als Vierter mit 67 Punkten praktisch durch ist, liegt der ECB mit 58 Punkten momentan auf dem erlösenden 8. Rang. Der ERC Lustenau kann noch hoffen, nach dem Erfolg gegen Tabellenführer Asiago fehlen nach Verlustpunkten 5 Zähler auf einem Playoff-Platz. Und noch Skibergsteigen. Studiogast Daniel Zuck hat am Wochenende die österreichische Meisterschaft im Vertical gewonnen. Was das genau ist und wann es mit dem Weltcup weitergeht, wird er uns in Kürze selber verraten. Stell dir vor, ich haxel da rauf und du rückwärts ins Ziel. So könnte man es machen, so wäre es kein Problem. Unser Studiogast macht beides gleichzeitig. Ja, den holen wir gleich rein. Du wolltest unbedingt eine Meldung loswerden wegen Ulrich Hohl genannt. Ja, wir haben es gesehen hier in diesen Beiträgen. Wir haben ihn nicht vergessen. Wir haben gesagt, wir sprechen so über ihn. Ulrich Hohl genannt hat zugeschlagen, hat die ersten Weltcup-Punkte in dieser Saison geholt, schon zuvor in Zakopane. Jetzt aber auch in Willingen, in beiden Bewerben, unter den besten 30. Herzliche Gratulation dazu. Und Ulrich, wenn du uns zusiehst, wir freuen uns, wenn du dann einmal bei uns in der Sendung bist. Vielleicht kommst du zusammen mit Eva Pinkelnick. Schau mal. Wer weiß es. Wer weiß. Quiz gibt es für uns auch immer. Wer ist Olympia mit dabei aus Vorarlberger Sicht? Es sind die Snowboarder Markus Scheirer, Alessandro Hämmerle. Dann haben wir aus meiner Heimatstadt den Bludenzer Thomas Stoll, der Rodler. Und? Wir haben Skifahrer dabei. Das sind Johannes Hirschspül. Nein, Christian Hirschspül. Ah, Christian Hirschspül natürlich. Und? Und wir haben die Katharina Liensberger. Genau, die werden da mit dabei sein. Jetzt haben wir alle. Und der Locki natürlich. Für die Schweizer Skinationalmannschaft ist der Kneter. Konditionstrainer. Ganz gut. Unter anderem. Und sonst ein Hotspot. Wird es wohl hinhauen für die Schweizer? Sollen wir die Gäste holen? Wir haben ja immer Gäste. Wir holen die Gäste herein. Okay, ganz sag klar. Du. Ja, wir haben heute zum ersten Mal eingeladen den besten Skibergsteiger Österreichs
und ein junges Talent im Fußball aus Deutschland gekommen und über den SC Austria Lustenau sucht er nun den Weg weiter nach oben. Wir begrüßen bei uns im Studio Daniel Zuck und Pius Dorn. Ja, das ist schön gesagt. Wo ist eigentlich der Knopf im Applaus? Ja, da kommen wir dann. Ah, okay. Bitte, Martin. Also, grüß dich, Daniel. Pius, hallo. Sehr schön. Bitte, Platz zu nehmen. Martin, darf ich dir den Stuhl richten? Bitte. Bitte, nimm Platz. Zuckischuh. Ich habe da ja gesagt, wir müssen das mit Musik machen. Ja. Dann klingt das alles anders. Der Radio wäre schon da. Bevor ich jetzt hinsitze, darf ich die Jungs fragen, wollt ihr was trinken? Wasser, still oder heimlich? Still oder mit Sprudel? Still bitte. Still? Mehr bitte mit. Okay. Sebi, das mal hin. Und der Zucki kriegt auch still, weil keine Extrawürste. Das ist perfekt. Fang du schon mal an. Ja, schön. Ich sehe, Daniel, du hast uns was mitgebracht. Ja, das ist meine Staatsmeisterschaftsmedaille. Wunderbar. Im Skibergsteigen. Am Freitag bin ich Staatsmeister geworden in der Disziplin Sprint. Ja, es ist mittlerweile meine stärkste Disziplin und ich habe mich lange darauf vorbereitet und bin froh, dass es jetzt geklappt hat mit dem Staatsmeistertitel. Für alle, die es vielleicht nicht ganz wissen, du bist Skibergsteiger, das heißt, es gibt die ganz normalen Skifahrer, die von oben herunterfahren. Du bist derjenige, der von unten hinaufspringt. Das sind wir genau die, wo sie immer sagen, falsche Richtung oder habt ihr keine Skikarte. Aber ich habe sogar eine Skikarte, eine gültige. Und ich immer unter Form. Genau, und ich laufe trotzdem. Saisonkarte. Also Daniel Zuck könnte sich die Karte leisten, kein Problem. Ja, aber das kriegen sie vom unter Form. Ja, natürlich. Manuel Pitschner macht es möglich. Ja, wir haben ja einen Schuh hier, ich weiß nicht, vielleicht können wir den auch noch einblenden. Der ist ziemlich leicht, oder? Ja, also. Wie schwer ist dein Schuh? Ja, also das untere Gewichtslimit ist bei uns bei 500 Gramm. Ich habe leider relativ große Füße, also meine sind ein bisschen schwerer. Ich habe jetzt 650 Gramm, glaube ich, komplette Schuhe. Da kann ich fast leichter wie dein Fußballschuh, Bios. Fast, nicht ganz, aber kommt in die Richtung. Das sind die Fälle, Sebi. Das sind Aufstiegsfälle, die kleben wir auf den Belag drauf. Genau, da haben wir nämlich Aufstieg. Den Staatsmeister Ski. Schau, genau. Können wir einblenden. Das ist schön. Wie schwer ist der? Ja, da hat ein Ski mit Bindung hat 780 Gramm und ich habe gestern abgewogen, weil mich auch jemand gefragt hat. Okay. Und mit die Fälle kommen also beim Hinaufgehen natürlich, wird richtig aufgefällt. Genau. Und da haben sich schon Rennen entschieden beim Fellwechsel. Definitiv, ja, das gehört bei uns alles dazu. Nicht nur schnelle Führer, sondern guter Kopf, sondern auch schnell sie im Wechsel. Ja. Okay, ja. Reden wir noch mal kurz da über die, bevor wir natürlich zum Bios dann kommen. Erztrophäe hat es geheißen, ja? Richtig, ja. Österreichische Meisterschaft. Bischofshofen, ja. Hat es gegeben. Genau. Du bist ja im Sprint, Vertical, oder wie nennt sich das Sprint? Rein Sprint. Vertical ist eine andere Disziplin, das Vertical ist ein reines Aufstiegsrennen. Okay. Und du hast dich durchgesetzt gegen den Nachbar von unserem Kameramann. Wer ist der Zweite geworden? Wie heißt er? Ja, der Zweite ist ein Slowene gewesen. Ah, okay. Im offenen Rennen und in der Staatsmeisterschaft Armin Höfel, mein Zimmerkollege. Also wir sind immer auf jedem Weltcuprennen, eigentlich auf jedem Trainingslager sind wir miteinander im Zimmer. Und ja, momentan das schnellste Zimmer Österreichs. Ja, David Kögler ist auch mitgelaufen. Der David Kögler, auch. Genau, die Davids sind auch dabei gewesen. Es sind relativ viele Vorarlberger da gewesen. Die sind mit einem ganzen Bus angereist und mal haben alle relativ gut abgeschnitten. Sollen wir mit dem Fußball auch mal reden? Ja, was meinst du? Skibergsteigen ist Vorarlberger Dominanz, Domäne. Ja, ich glaube, quasi im Vertical, da gibt es nur den Zug, der da der Beste ist, oder? Damals aufgenommen war, ist in die Nationalmannschaft als Vorarlberger. Dazwischen ist dann der Innerhofer Patrick mal dabei, er ist mittlerweile aber leider nicht mehr aktiv. Jetzt bin ich wieder Einzelkämpfer in Vorarlberg und ja, bin der Beste dabei und das passt super. Du bist im Olympiazentrum in Lambern auch zugegen, bist dort All-In-Athlet. Wie gefällt es dir dort? Also ich bin mittlerweile im Leistungszentrum vom Bundesheer. Bin immer montags im Leistungszentrum und lasse mich da gut betreuen. Trainiere da meistens eigentlich im Unterfudiner, wo Berge sind. Und mal ist es super, wir können da relativ viel nutzen, gerade Physiotherapie, Massage, Wellnessbereich nicht so viel. Die anderen Athleten sind halt viel im Kraftraum, wo ich jetzt im Moment weniger unterwegs bin, aber nein, wir haben es da wirklich super. Sehr schön. Spannen wir den Bogen zum Fußball, nämlich im Leistungszentrum in Dornbirn sind dann auch hin und wieder die Fußballer von Austria Lustenau anzutreffen. Aber eher wenig, habe ich gehört. Ja, jetzt wieder mehr, also in der Vorbereitung dann doch deutlich mehr, jetzt die
jetzt, ich komme auch gerade von da. Also zweimal die Woche sind wir dann doch dort jetzt. Unten im Fitnessraum. Genau, halt. Trifft man da auch andere Sportler? Ja, sowieso. Also Skifahrer sind eh meistens da. Und die Skifahrer. Wenn halt eine Mannschaft da ist, dann ist meistens ziemlich voll. Dann okay. Passen nicht mehr viele Leute rein. Gibt es da irgendwelche Probleme, Platzprobleme mit Alltag? Nee, noch nie gar nicht. Sehr schön. Piers, ich habe heute mal ein bisschen nachgeschnuppert, ein bisschen gegoogelt, habe ein bisschen nachgeschaut, wer du eigentlich bist, von wo du eigentlich kommst. Und mir ist aufgefallen, du kommst aus Freiburg, generell coole Stadt, cooles Stadion. Und ich habe gesehen, du hast jetzt 17 Mal für Austria Lustenau gespielt, seit du jetzt gewechselt bist. Du warst einmal im Kader der ersten Kampfmannschaft in Freiburg. Ja. Das war, ich habe es mir aufgeschrieben. Das ist die längste Frage aller Zeiten. Ja. Also. Gegen den HSV Barmberg Uhlenhorst am 9.8.2015 in der ersten Runde des DFB-Pokals. Ja. Wie ist es so, neben dem Christian Streich, dem Trainer, zu sitzen? Ja, spannend natürlich als junger Spieler. Schaut man natürlich dazu, was die anderen machen. Es war eine geile Erfahrung. Sind wir hingeflogen nach Hamburg und die hatten ein bisschen Verletzungsprobleme. Und dann durften eben ein paar junge Spieler mitfliegen. Und ja, war schön. Gewonnen. Zweite Runde gekommen. Das wäre genau die Frage gewesen. Also, ja, zum Einsatz bist du leider nicht gekommen. Nee. Hast du öfters mittrainiert mit der ersten Mannschaft dort? Ja, also ich habe gerade in dem Jahr dann eigentlich die komplette Vorbereitung mal mitgemacht bei der ersten Mannschaft. Zu mir hat es dann leider nicht ganz gereicht, aber ansonsten immer mal wieder mittrainiert, wenn sie dann jemanden gebraucht haben. Ich meine, wir kommen jetzt dann gleich zu Austria Lustenau, aber weil er ist so ein cooler Typ, der Christian Streich. Man kennt mittlerweile die Interviews, wenn es um Transfersummen geht, wenn es um Bayern München geht. Und man ist ja mit Bayern München auch schon in Verbindung gebracht worden. Was ist er für ein Typ? Ja, natürlich glaube ich jetzt erstmal so absoluter Fußballfachmann. Taktisch kann er einem wahnsinnig viel beibringen, geht auch einfach auf die jungen Spieler zu und versucht, die einfach besser zu machen. Und klar, man kauft ihm alles ab, weil er eben auch so authentisch dann seine Spieler coacht und, glaube ich, das auch einfach dann in den Interviews preisgibt, was er halt denkt. Ja. Und du bist gewechselt nach Lustenau. Hast du deinen Wechsel bereut? Nee, überhaupt nicht. Also zu keiner Zeit. Okay. Ich bin wahnsinnig glücklich, wie es hier gelaufen ist für mich, weil ich extrem viel jetzt in der Hinrunde gespielt habe, auch so ganz gut ohne Verletzungen durchgekommen bin und ja, macht Spaß hier. Ich habe mal ein Zahlenspiel herausgesucht. Du warst im Kader der ersten Mannschaft vom DFB-Pokal am 9.8.2015. Und hast am 8.9.2017 dein Debüt bei Austria Lustenau. Er ist auch zu Hause. Das ist so Wahnsinn. Also, du warst bei Wiener Neustadt, ja. Da hast du debütiert für die erste Mannschaft, hast davor aber Austria Lustenau kennengelernt, hast eins niedriger gespielt in der Vorarlbergliga. Wie kam es dazu? Ja, das waren jetzt die ersten zwei Spiele. Also ich habe dann im Pokal noch gespielt gehabt und wir haben relativ viele Ausländer im Kader. Und ich als Deutscher bin natürlich auch Ausländer hier. Wir lieben Deutschland. Natürlich. Und dann kam es eben dazu, dass nur 6 im Kader sein dürfen und ich bin dann für die ersten zwei Spiele rausgerutscht aus dem Kader. Und dann ab Wiener Neustadt lief es aber wirklich super für mich. Hab da auch gleich einen Elfmeter rausgeholt und haben dann leider knapp verloren, wie so oft in der Hinrunde, aber wir hoffen natürlich, dass es besser wird jetzt. Ja, es sollte eigentlich fast noch ein bisschen besser werden, weil ihr momentan seid ihr im Niemandsland unterwegs. Also darf man schon sagen. Oder? Ja, kann man glaube ich schon so sagen, ja. Was ist jetzt das Ziel für das Frühjahr noch? Ich meine, der Aufstieg, da wird es sicher noch schwer, aber hat Hubert Nagel, hat der Präsident, hat der Trainer noch gesagt, wir versuchen noch anzugreifen? Ja, also ich glaube jetzt mit dem Rückstand ist es jetzt erstmal unrealistisch vom direkten Aufstieg zu reden, aber ein großer Vorteil von der Liga in Österreich ist, dass man viermal gegen jede Mannschaft spielt. Wir spielen jetzt gleich am Anfang gegen Neustadt und Innsbruck
Und mit zwei Siegen kommt vielleicht wieder so ein bisschen Euphorie rein, so wie es am Anfang auch war, nach dem ersten Spieltag. Und dann, wer weiß, was dann passiert. Also im Fußball ist ja vieles möglich. So, ich wähle die Kamera, schaue ich hinein, hier wahrscheinlich. So, jetzt sind wir schon umgeblendet, wir zwei. Wunderbar. Wir sind hier im Ready-to-Music-Studio, nämlich in Koblach. Wenn wir da nach hinten blicken, da sind die Kopfhörer schön aufgestellt. Wenn wir ein schönes Gespräch miteinander fertig machen, dann gibt es für jeden einen Kopfhörer, wahrscheinlich. Genau. Und für die Fans könnt ihr auch noch was gewinnen. Das gibt es jetzt bei uns jeden Montag um 18.30 Uhr bis 19 Uhr. Wir reden ein bisschen über den Sport in der Region. Der FC St. Gallen hat am Wochenende verloren. Ja, blöd. Zum Auftakt, blöd. Altach hat unentschieden gespielt. Ja. Blöd. Blöd. Und Vaduz hat zum Auftakt da unentschieden gespielt. Da warst du. Das war saublöd, die haben 13-0 geführt. Aber Adi Hütter hat gewonnen mit Young Boys Bern. Basel hat verloren, das heißt, es sind wieder 5 Punkte Vorsprung. Ja. Adi Hütter, der wird dann auch einmal bei uns sein. Weißt du überhaupt, von was wir reden? Interessierst du dich für Fußball? Wenig. Schon, oder? Einmal, ich bin in meiner Bergwelt unterwegs. Ich habe früher einmal Fußball gespielt, aber ich bin nirgends. Beim FC St. Gallenkirchen. Na, wie heißt das? Hochmotor von St. Gallenkirchen? Sportclub. Sportclub St. Gallenkirchen. SC Hochmotor von St. Gallenkirchen, ganz genau. Ja, das hat sich mittlerweile also ein bisschen geändert. Das ist bei mir schon brutal lang her, aber ich bin wirklich nirgends. Und drum. Ja, aber ihr müsst ja extrem trainieren, viele Höhenmeter, das ist unglaublich. Was denkt ihr eigentlich über den Fußball? Ja, es trainiert jeder. Ich kriege das von meinem Physio mit, vom Hämmerle Martin. Der trainiert mit der Altacher viel und betreut die, was die unterwegs sind und wie die trainieren. Ja, es ist halt einfach komplett was anderes. Fußballer denken sich sicher, oh ja, die laufen halt da der Berg auf. Aber es gehört auch mehr dazu. Wir machen auch viel mehr. Und ja, es ist halt jeder Sportart in sich verschieden. Und jeder hat einen anderen Vorgang und macht das anders. Frag mal den Pius, was denkst du über die Skibergsteiger? Ja, Wahnsinn. Nee, ich habe es auch einmal gemacht, tatsächlich. Also ich bin einmal mit Skitouren, mit Tourenski hochgelaufen, aber dann hat mir das Runterfahren doch wieder mehr Spaß gemacht. Ich habe noch zwei Fragen an dich, und zwar zum einen, warum Austria-Lustenau? Das kam eigentlich über einen Kontakt von einem Spieler, der hier schon mal gespielt hat. Und mit dem ich dann in Freiburg zusammengespielt habe, der Felix Roth. Genau, der Felix Roth hat dann auch in Altach gespielt. Genau, ja. Und nee, das kam ganz Entschuldigung. So kam das zustande und es hat dann ganz gut gepasst, auch mit Daniel Ernemann eben. Und so kam es zustande. Daniel Ernemann wird ja nicht mehr allzu lange bei Austria Lustenau sein. Schade. Wir vergießen eine Träne. Wobei das Aydin ein super Mann ist, der ihn beerben wird. Absolut. Ja. Und der Daniel Ernemann ist ja mit dir hierher gekommen. Wir werden dann mit ihm nach der Sendung dann sprechen, weil wenn der Daniel dann irgendwann einmal im Urlaub wieder hier ist, dann holen wir ihn zu uns in die Sendung, wir nominieren ihn und dann erzählt er uns, wie es ihm geht. Wir haben schon gerätselt, wo er hingeht. Entweder zu Dortmund oder zu Dynamo Dresden oder wir wissen es noch nicht. Also ich bin der Meinung, er geht zum HSV. Na, da geht es. Beim HSV, da geht es drunter und drüber und damit es endlich einmal normal zugeht, kommt Daniel Ernemann. Am kommenden Wochenende würde der Weltcup stattfinden in Andorra. Du bist nach wie vor hier. Falsch, der Weltcup wäre in Frankreich. Ah, Entschuldigung. Wo ist sowieso? Ja, genau. Andorra sind wir letzte Woche gesehen. Ja, ich bin jetzt immer noch da. Wir wären am Magen angereist, aber wie es manche vielleicht hören oder sehen, ich bin nicht wirklich fit. Ich habe jetzt heute am Nachmittag abgesehen, dass ich nicht mehr fahre. Ich lasse mir jetzt da noch ein bisschen Pause. Vielleicht reise ich dann kurzfristig an. Trainer wären Donnerstag und Freitag. Das Vertical, meine bessere Disziplin wäre am Freitag. Und ja, vielleicht klappt es bis dahin. Und ja, vielleicht reise ich dann noch nach. Weltcup natürlich für dich ein Ansatz, weil ist ein österreichischer Meister, bist du schon geworden, jetzt wieder geworden. Du bist in der erweiterten Weltspitze schon längst mit drin. So, jetzt hat man natürlich Erwartungshaltung und das heißt beim Daniel Zug immer ganz oben zu stehen. Ja, hast du dir das schon erfüllen können? Ich habe am Anfang habe ich mir einfach zu viel Druck gemacht, ich habe letztes Jahr einen dritten Platz geht im Weltcup und dann habe ich mir halt auch gedacht, auf Biegen und Brechen, das muss wieder her. Ja, es funktioniert so nicht. Man muss da ein bisschen Geduld haben. Ich bin in China, bin ich 14. im Vertical. Letztes Mal in Andorra bin ich 8. im Vertical. Also es geht jetzt halt wieder Schritt für Schritt vorne.
Jetzt in Frankreich hätten wir wieder ein Vertical und bei uns geht es halt dann einfach um eine Gesamtweltcup, wo ich auch ein bisschen mehr spekulieren kann. Und ja, darum wäre das Rennen jetzt gerne gelaufen, aber schweren Herzens ja, bleibe jetzt halt erst mal da und muss abwarten. Du hast ja, hast du eine Frage? Nein, ich warte. Okay. Ich höre gespannt den Ausführungen Daniel zu. Aber nein, ich wollte nur genau eines wollte ich sagen. Ich habe gesehen, du hast, ich glaube, es war nach dem Weltcup in Andorra, ein Foto gepostet mit einem Kollegen oben ohne. Richtig. Selber schuld, wenn du jetzt krank bist. Ja, genau. Sehr vielleicht war es das, aber da war es so warm. Und hat er schon beim Berglauf in Gargellen gemacht. Warst du damals mit auch krank? Ja, genau. Da sind sie auch oben nein, ohne. Nein, ich bin eigentlich letztes Mal jahrelang nicht mehr krank gewesen. Und ja, das kann man oft nicht beeinflussen. Das kommt halt von heute auf morgen. Normal könnte man im Sommergrippe, aber jetzt. Ja, ja, man redet, denke ich, im Frühling provoziere ich es dann richtig, dass ich im Frühling einmal krank wäre, aber jetzt ist es halt Europameisterschaft, geil. Haben wir schon geredet? Auch. Über die Europameisterschaft? Nein. Wäre natürlich das Highlight, oder? Genau, also das ist jetzt auch noch ziemlich unsicher gewesen. Der wäre am Etna in Italien Ende Februar. Die haben bis jetzt keinen Schnee gehabt. Am Wochenende haben sie ein bisschen Schneefall gehabt, aber auch noch relativ wenig. Sie haben jetzt einmal zugesagt, dass das Event stattfinden wird. Ja, bin gespannt, wie es wird. Da haben wir dann alle drei Disziplinen. Der Sprint, meine beste Disziplin, wird sogar vielleicht die Weltcup-Wertung aufgenommen, weil sie da schon ein Rennen absagen haben müssen beim letzten Weltcup in der Schweiz. Okay. Und dass wir einfach in Disziplinen einen Gesamtweltcup zusammenbringen, brauchen wir in dieser Disziplin drei Weltcup-Rennen. Und das hätten wir nicht gehabt. Und somit wird das dann funktionieren. Tja, vielleicht können wir noch in die Kamera da hier blicken. Und zwar, da gibt es ja den Vorarlberger Skitouren Cup. Genau. Und weil ich nehme am Landeklaus Drechsel schauen wird, können wir kurz darüber reden. Da gibt es noch nach dem Niederelauf, den es schon gegeben hat, und dem Davos Race, gibt es ja jetzt dann das Bizol. Alte Ski, das ist ja auch ein cooles Rennen eigentlich. Am 25. Februar. Wohl bin ich auch schon gelaufen, es ist ein hochalpines Rennen, organisiert von einem Kollegen von mir, von Alex Hug. Und Top-Veranstaltung natürlich. Aber fällt genau auf die Europameisterschaft. Richtig, ja, das ist bei uns eigentlich oft so, dass wir bei der schönsten heimischen Rennen, dass wir dann halt irgendein großes Event haben. Aber ja, wir leben von dem Sport und wir sind angewiesen eigentlich auf Weltcup und auf die grossen Rennen. Aber der Alex Hug sollte es eigentlich wissen. Ja, aber man kann seine Termine nicht immer genauso setzen, dass jetzt. So, jetzt hast du viel Redezeit gekriegt übrigens. Der Hans Innerhofer schaut uns auch zu, als er die halben Skiberg steigert. Ich habe ja vorher da aufs Handy geblickt und bin leider wieder auf die blöde Taste gekommen. Jetzt können wir uns wieder mal auf Austria-Lustenau konzentrieren. Genau, weil ich wollte den Pius noch fragen. Pius, du bist 21 Jahre jung. Austria-Lustenau wirst du, nehme ich jetzt einmal an, ohne jetzt da irgendwie dem Verein zu nahe zu treten, nur als Durchlaufstation sehen. Wo soll es mal hingehen? Ja klar, es ist, also ursprünglich bin ich hierher gekommen, um eigentlich mit Lustenau aufzusteigen. Das kannst du immer noch. Und das kann ich immer noch und das ist natürlich mein Ziel. Und mein Ziel ist klar, in der ersten Liga zu spielen irgendwann. Wo das dann ist, das weiß ich jetzt auch noch nicht. Und ja, dann wird man sehen, ob das dann nur eine Durchgangsstation ist oder ob das dann auch über einen längeren Zeitraum dann hier in Lustenau ist. Ich muss jetzt schnell unterbrechen. Thomas Knobel schreibt uns ein Highlight. Das ist super. Weil Tom, haben wir schon gesagt, den nominieren wir dann einmal. Ja, genau. Das wird ein Kult-Sendung. Tom Knobel. Den kennst du Tom Knobel? Nein, leider nicht. Tom Knobel. Entschuldigung. Mr. Vollert. Der Journalist schlechthin. Also, Wahnsinn. Also Tom Knobel. Und Alex Joffen schreibt. Du bist für uns der Gott. Der schreibt nur Zucki. Das ist auch cool. Sensationell. Du, da schauen viele zu. Sven König, Grüße gehen raus an Heimo. Bester Mann. Ja, cool. Wir waren gerade von Tom Knobel aus der Lustenau. Ja. Kriegst du endlich das auch mit? Ich meine, es gibt ja immer dann ein bisschen Diskussion. Momentan ist Alltag die absolute Nummer 1, aus der Lustenau die Nummer 2. Kriegst du das so mit, wenn es heißt, ja, wer wird dann mal die Nummer 1 oder die Lust? Ja, schon. Kriege ich schon mit, klar, von Fans natürlich vor allem. Aber insgesamt auch so im Verein ist es immer mal wieder Thema, klar. Ja. Übrigens, Martin, ich meine, die Jungs haben jetzt Wasser, aber es ist schon sehr, sehr trocken. Ich auch, ich bin fertig da. Kann man da mal was machen? Ja, ich werde mich auf den Weg machen. Wir wollten ja eigentlich schon einen Getränkesponsor haben, aber wir haben noch keinen. Mhm.
Auch am Tisch sollten wir arbeiten. Ja? Nein, der Tisch passt. Der Tisch bleibt. Radio, den haben wir eigentlich nur hingestellt, weil wir wollten tatsächlich eine Kassette abspielen, so wie bei Zieglers Heiler Fußballwelt, aber der Radio funktioniert nicht mehr. Darum haben wir die Kamera, da machen wir dann das Foto. Genau. Daniel, jetzt zuerst einmal das Wichtigste, man muss sich erholen, dann geht es Richtung Europameisterschaft in diesem Falle. Der Stellenwert vom Skibergsteigen. Wenn wir jetzt gegenüber dem Fußball hernehmen, da ist jede Woche Fußballzeiten. Austria Lustenau kommt jeden Freitagabend live, also bei jedem Spiel eigentlich. Wie ist so das Dasein dann, das Mediale von einem Skibergsteiger? Ja, realistisch gesehen? Brutal schwierig, weil Sportarten auch. Ja, es ist schon bekannt, aber recht halt irgendwo ein bisschen, steht ein bisschen hinter. Klar, es ist eine kleine Sportart mit wenig Geld im Fluss. Und ja, es wird aber immer besser. Wir Athleten müssen uns natürlich auch selber bemühen. Ich mache meine Pressearbeit mittlerweile selber und muss halt viel telefonieren, dass was die Zeit kommt, wenn ich einen Erfolg erreicht habe. Oder wie halt bei euch jetzt da, das ist für mich auch Pressearbeit. Sicher. Natürlich nicht nur für mich, sondern auch für die Sportart, oder? Ist klar. Ja. Und da versuchen wir natürlich das Bestmögliche. Und das hätte es ja vor ein paar Jahren auch noch nicht gegeben. Ich bin letztens mal auf der Couch geflackt. Und dann ist ihm auch nicht Deck gekommen. Dann kommt der Zug im Fernsehen. Dann kommt der Zug. Ja. Dann habe ich zum Monat, zur Tochter, schau der Zug. Ah, wer ist das? Aber nein, das sind aber genauso alle Sachen von denen, wo wir dann leben, wo unsere Sponsoren auch froh sind, dass wir auch mal im Fernsehen kommen, dass wir unsere Sponsoren dann auch mal sehen. Und, ja. Siehst du das als Möglichkeit, Sprungbrett eventuell, dass die Spiele von Austria Lustenau zwar nur in Konferenz, wenn ihr um 18.30 Uhr spielt, aber wenn dass die übertragen werden? Ja, nee, auf jeden Fall. Also für uns Spieler ist es toll, dass Sky da dabei ist, auf jeden Fall. Klar, weil wir uns natürlich dann auch die Gegner genauer anschauen können und dann unsere Spiele auch auf Video nochmal anschauen können oder in den Highlights. Und da profitieren, glaube ich, alle nur davon. Vorbereitungsprogramm, ihr spielt ja jetzt am Wochenende. Genau, wir spielen jetzt noch im Doppelspieltag, höchst hart, Freitag, Samstag, wo jeder Spieler nochmal 90 Minuten spielen soll. Dann spielen wir, glaube ich, noch gegen 1860 München. Oh, und schön. Dann geht's los. Da werden wir einen Tag früher anreisen. Ich denke auch. Ja? Auswärts oder zu Hause? Das weiß ich noch nicht. Ja. Sehr schön. Und am 23. Februar geht es dann los, genau. Heimspiel gegen Wiener Neustadt. Sehr schön, da kommt dann der Trainer Roman Mählich. Und wenn der verliert, dann schaut er grimmig rein. Dann wird der Rainer Pariesek sagen, Roman, dann wird er ihn trösten. Naja, okay, der Weiner. So wird's aus. Sehr schön. Ja. Wir haben jetzt mittlerweile, wie spät ist es? 18.57. Oh, drei Minuten hätten wir noch. Machen wir noch ein kleines Quiz, oder? Sehr schön. Sagen. Okay. Du fragst den Pius und ich frage genau, Pius. Den Zucki. Jetzt frag dir mal über Skibergsteigen. A, B oder C. Aber ich kann die. Du kannst deine eigene Schrift nicht lesen. Nein, das Problem ist, dass ich die zweite Frage endlich auch nicht richtig stellen kann, weil die Frage falsch formuliert ist. Aber ist gut. Wie heißt der beste deutsche Skibergsteiger? Arndt Peiffer, A, Toni Palzer, B oder Thomas Dresen, C? Das kann ich, Ausschlussprinzip. Also, warum? Ja, Biathlon, Pfeiffer oder Peiffer. Dresen, Kitzbühel-Sieger. Wahnsinn. Und dann ist es wahrscheinlich B. Das ist super. Dann kriegst du einen Titan-Kopfhörer, das kannst du einem Fan schenken. Oh, ja? Cool, danke. Er hat schon einen Punkt. Ja. So, machen wir weiter mit dem... Frag du mal da. Daniel. Welcher Platz belegt Austria Lustenau aktuell in der Tabelle? Jawohl. A. Platz 1 mit überragenden 55 Punkten nach 20 Spielen. B. Sechster mit 23 Zählern oder sind sie auf Platz 10 und damit Schlusslicht mit lediglich 4 Punkten? Woher soll ich jetzt das wissen? jetzt haben wir noch darüber gesprochen. Da. Ja. Jetzt, schau mal, du bist ja auch unten im Olympiastützpunkt. Ja, aber ich sehe dich ja nicht. Jetzt dreh mal den Kopf ein bisschen nach rechts. Nach rechts? Da dann nehmen wir halt die goldene Mitte, oder? Die güldene Mitte. Wir verschenken nicht alles. Dann sind Sie Sechster, oder? Ja, gratuliere. Ja. Auch du hast die erste Frage. Perfekt. Zuck jetzt hier auch ein Fan. Ja, oder viele Fans. Mehrere. Also, viele weibliche Fans. Auf jeden Fall Fans. Haben die ja mehr geschrieben. Sonst Hans Innerhofer. Ich schaue immer zu, ihr seid der Hammer. Echt. Und am 10. Februar Kleinwalsertal nicht vergessen. Hans ist der Beste. Ja. Hans bekommt den ersten Titan. Jetzt habe ich die Zeit gehabt, um eine Frage zu formulieren. Wo wurde Daniel Zuck am Wochenende österreichischer Meister? Uphill, Downhill oder Vertical?
Wie soll er jetzt das wissen? Das ist eigentlich falsch, die Frage oder die Antwort, ja, ist falsch. Also A, Uphill, B, Downhill oder C, Vertical? In welchem Bewerb wurde Daniel Zuck am Wochenende österreichischer Meister? Das ist doch korrekt, oder? Ja. Ja, also nimm Uphill, Downhill oder Sprint? Ja, dann Sprint. Ja, ja dann. Ja, in der Zeitung ist gestanden Vertical. Nein, Sprint. Ah, okay. Wer hat das geschrieben? Tom Knobel, glaube ich. Gut, dass ich das sicher nicht geschrieben habe. Gut, dass ich die Zeitung noch nicht gelesen habe. Schau. Ja, macht's mal einfach. Du kriegst noch einen Kopfhörer. Der zweite Fan. Wahnsinn. Jetzt stell dir mal eine schwere Frage. Ja, Daniel. Wie heißt der Präsident von Austria-Lustenau? A. Hubert Nagel. B. Georg Zellhofer. Oder C. Hannes Kartnick. Habe ich noch nie gehört. Einheit. Das gibt's doch gar nicht. Nein. Er muss eine Antwort geben. Na, der erste ist es mal nicht. Zeig mir den Namen nochmal. Also, Nummer A, also A, Hubert Nagel. Ja. Nein, der ist nicht. B ist Georg Zellhofer, C, Hannes Kartnick. Also, nochmal. A, Hubert Nagel. B. Georg Zellhofer, C, Hannes Kartnick. Ja, dann ist der nachher Nagel. Ja, gratuliere! Das ist ja. Ja, aber das haben wir jetzt eh gesehen. Nein. Ah, nicht? Okay, dann kennt er einen. Er hat noch brutal Gnüsle. Nein, weiß er doch. Er hat noch brutal Gnüsle. Mit dem würde ich mich nächste Woche auf einen Kaffee trinken. So. Kaffee treffen, nicht trinken. Dritte Frage, schwierigste Frage. Die habe ich auch irgendwie falsch. Ist Skibergsteigen olympisch oder noch nicht olympisch? Noch nicht olympisch. Gut. Leider wunderbar. Warte, jetzt kommt noch die Joker-Frage. Ja, du bekommst solltest den Joker. Solltest du. Joker, oder? Na, du nicht. Solltest du die Frage falsch beantworten, sind alle drei Kopfhörer wieder weg. Ich bin Fan von Borussia Dortmund, A oder B Bayern München. C, Austria-Lustenau, oder? Ja, das ist eine gute Antwort. Nein. A oder B? A. Bleib sitzen. Aber du kriegst es. Unglaublich. Wobei, ich bin B. Bayern wie ich? Letzte Frage und niemals. C, B. Letzte Frage nach Zucki. Martin moderiert übrigens in München im Stadion dann ab und zu was ist das? Ja, nur einmal habe ich es, nicht mehr. FC Bayern München im Fanraum. Ah, okay. Ja, war cool. Geile Sache. Okay. Ich hoffe, ja, wird schon funktionieren. Hoffentlich ist es nicht schwer. Welcher Torhüter hat es von Austria Lustenau bis ins österreichische Nationalteam geschafft? Ja. A. Geil. Okay. Friedrich Konzilia. Ja. B. Klaus Lindenberger. Oder C. Ramazan Özcan. C. Der kennt sich aus mit Austerlösung. Ich gratuliere. Ich habe zu Heimo gesagt, gib drei Kopfhörer. Im schlechtesten Fall wissen die eine Antwort. Also wir brauchen nicht viele. Jetzt haben wir schon drei aber jeweils weg. Die Fans von Biostorm und von Daniel Zuck freuen sich, denn ich denke, maximal einer wird behalten und die anderen beiden, die gehen an die Fans. Das ist schön. Ja, bevor wir jetzt Schluss machen, ganz kurz noch, wir blicken wieder in diese Kamera, würde ich sagen, hinein. Sie, wir müssen noch nominieren für die nächste Sendung. Genau. Ja. Machen wir eine Damenrunde. Machen wir eine Damenrunde. Also ich nominiere die Larissa Gabriel. Ja, das ist nicht schlecht. Ich hoffe, Larissa, du hast Zeit. Ja, schau zu, ich bin eine Zahnärztin. Genau. Ja. Larissa Gabriel ist eine gute Wahl, eine sehr gute Läuferin und im Skibergsteigen wird sie dann sehr gut. Ja. Hoffen wir es. Ja. Mit dem Alex und mit dem Burger Markus hat sie trainiert. Ein guter Ski, hat sie schon. Für dich, oder? Der Alte. Natürlich. Ja. Das ist und wir nominieren noch, haben nicht viel Medien, leider, Volleyballclub Dornbirn. Oh. Raiffeisen Volleyballclub Dornbirn. Ja. Die sehr verehrte Barbara Röser. Ich hätte schon fast gesagt Doris Röser. Nein, das ist die Schwester für ihr. Ja. Doris, ja, glaube ich, heißt Barbara, Doris. Ja, Doris, ja. Die Frau Röser wird hoffentlich Zeit finden und zu uns finden. Ja, die kommt schon. Das ist sicher. Momentan hat sie keine Zeit, haben wir gehört, weil sie ist Lehrerin und sie nützen die Ferien, um die Schulklasse irgendwo anders hinzubringen. Martin, wir machen im Moment schon einen auf Thomas Gottschalk. Das stimmt.
Wir sind gleich fertig. Wir gehen noch kickern. Genau, aber was ich noch gerne wissen möchte, ihr habt ja junge Spieler und routinierte Spieler, so eine Mischung. Wie ist das bei euch? Ja, also wir haben viele, viele junge Spieler, muss man schon sagen. Du bist einer davon? Ja, genau, wobei ich jetzt also auch schon lang nicht mehr zu den Jüngsten gehöre. Und ja, wir haben aber auch 4, 5 ältere Spieler und die gehen natürlich vorne weg, ist ja klar. Und was ich vorher noch sagen wollte, Pius, heuer die Saison bestmöglich zu Ende spielen, nächstes Jahr mit Austria Lustenau aufsteigen, übernächstes Jahr Bundesliga spielen und dann wechselst du zu deinem Lieblingsverein? Der Arsenal London. Okay, dann wirst du es gegen Aubameyang nicht schwer haben, weil er spielt eine andere Position wie du. Eben. Sehr schön. Gut, dann würde ich sagen... Genau, wir haben eigentlich alles geredet. Moll, tipptopp. Haben wir gut gemacht. Erhol die Europameisterschaft, Goldmedaille und dann kommst du wieder. So, Wahnsinn. Jetzt werden wir die Jungen in die Schranken weisen. Ganz genau. So, okay. Jetzt gehen wir kickern, nämlich... Wunderbar. Wir spielen Team Martin Sebi gegen Team Daniel Pius. Das ist gut. Darf ich vorne spielen? Das ist mir gleich. Was willst du? Jetzt ist vorne das Bild von der Christine Scheier. Oh Mann. Fast in die Brüche. Gut. Ja, bitte. Gehst du hinten? So ist es. Okay. So. Oder wo spielst du? Jetzt können wir da. Er auch hinten. Aber wir spielen bei dem ist linker gut. Verteidiger oder Mittelfeld? Oder? Ja, oder rechter Verteidiger. Oder, okay. Wenn du Fußballer wärst, wo würdest du? Ja, noch immer hinter gespielt. Also. So. FC, ich glaube, Bergbahnen Gagelen. Genau. St. Gallenkirch heißt es. Ja, genau. Also, Larissa, Gabriel und... Oh! Stark. Larissa, Gabriel so. Und... Doris Röser. Volleyball, nein, Barbara Röser. Barbara Röser. Ja, aber sie... Ich hatte eine Tochter, die sehr gut ist im Volleyball mit Bierhäuser. Oh. Sevi? Der Hund, der Rabbit steht. 1-1. Machen wir auf... Ja, auf 3. Auf 3, also das nächste Tor entscheidet? Nein. Wenn es 1 auf 3, auf 3 Tore geschossen? Ah, okay. Ja, okay. Wahnsinn. Da sind wir noch länger dran. Halt. Ja. Aus für Lustenau, erstes Heimspiel wann? 23. Februar zu Hause haben wir gesagt, gegen Wiener Neustadt. Roma Melich. So, sehr schön. Und auch die nächste Sendung ist am nächsten Montag um 18.30 Uhr wieder live hier aus dem Ready to Music Studio. Ui. Und da ist das zweite Tor. Das ist ja unglaublich. So wird es Alltag am Wochenende machen. Sie spielen gegen Red Bull Salzburg. Oh ja. Ja. Und jetzt wird spannend. Ja, unsere Verteidiger sind torgefährlich heute. Herrlich. Herrlich. Gut geblockt. Oh ja. Das war okay. Ja, okay. Gratulation. Super gemacht. Gratuliere. Danke. Danke euch. Danke. Gratuliere. Jetzt haben wir noch ein bisschen da her. Jetzt eine schöne Abmoderation. Machen wir noch. Ist eigentlich daheim? Heimo, hat Platz gemacht für die Sportler, das ist schön. Ja, wir bedanken uns jetzt einmal recht herzlich bei unseren Gästen, bei Pius Dorn, bei Daniel Zug fürs Kommen. Sagen danke fürs Einschalten, hat uns gefreut. Das war die Premiere von der Sportarena am Montag live aus dem Ready-to-Music-Studio. Martin, mir hat es gefallen, wie hat es dir gefallen? Das war so toll. Highlight, das ist ja unglaublich. Wir freuen uns auf die nächste Woche. Da sind die Damen an der Rosenmontag. Die sollen Faschingskrapfen und Prosecco mitbringen. Ja. Und Kinderbrause, weil ich trinke ja nichts, aber du, Prosecco. Barbara Röser und der Volleyball-Club Dombien und... Larissa Gabriel. Das ist schön. Sehr schön. Wunderbar. Dann sagen wir herzlichen Dank fürs Zuschauen, wünschen jetzt noch viel Spaß und wir sehen uns kommende Woche 18.30 Uhr live, Sportarena am Montag. Aus dem Ready-to-Music-Studio in Koblach. Spitze. Wir sehen uns.